Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Doom and Destiny Advance in einer weiteren Folge. Wir sind immer noch hier in diesem lustigen Versteck, aber wir werden gucken, ob wir nächstes Mal oder diesmal oder überhaupt Solomon Steel jetzt dann besiegen können. Oh, ich glaube, das sind Roboter, die mich töten wollen. Gibt's das? Huch, Moment. Dürfte ich, was macht ihr? Warum jagt ihr mich da einfach so durch? Oh nein, Hilfe! Ich möchte euch doch nur töten. Na, ist egal, dann nehmen wir eben einfach nur hier das Zeug mit. Ist ja auch gut. Was ist denn da unten? Was ist denn das? Was ist denn das für ein seltsames Symbol? Keine Ahnung. Naja, gut. Okay, dann eben. Du hast die Tür aufgesperrt. Juhu. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Gut, dann. Wir haben keine Leeren mehr. Okay. Und zurück. Bam, badam, bam, 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 badam, badam, bam. Und die Labortür öffnet sich. Was für eine Freude das auch ist. Sind wir eigentlich voll? Ja, wir sind voll. Okay. Was? Achso, das ist Aufzugsmusik. Wie doof. Wir sind in den Tiefen des Labors und hier ist ein Geheimraum. Ein weiteres Geheimnis. Juhu. Hackbraten und Kristall. Brauchen wir alles nicht. So. Leon brauchen wir auch nicht. Die sind nämlich voll. Solomon. Ja, das bin ich. Sprecht bitte. Haha, ich liebe es, mit euch zu scherzen. Wisst ihr, ich bin angenehm überrascht und beeindruckt. Ihr habt es geschafft, in meine abgelegene Festung zu gelangen. Ihr bahnt euch euren Weg durch drei Welten, um meine Experimente zu stoppen. Und jetzt seid ihr hier, voll Stehvermögen und bereit zum Kampf. Solomon, wir sind geschmeichelt von deinen Worten, aber es ist an der Zeit, dass du dein Treiben beendest. Mein Treiben? Du hast ja nicht den blassesten Schimmer davon, was ich hier vollbringe. Ihr habt schnurstracks meine Spur verfolgt. Wozu? Rache? Für was? Du hast uns im Keller angegriffen, dann hast du ein paar fürchterliche böse Klone aus unseren Körpern geschaffen. Ihr glaubt, das ist es, was passiert ist? Das sind keine Klone, das sind Versionen von euch selbst, die von anderen Welten stammen. Wohl wahr, ich tötete 4 Nerds in jenem Keller, aber das wart nicht ihr. Gott allein weiß, was zur Hölle ihr seid. Gott, dabei kommt mir ein interessanter Gedanke. Haltet sie in Schach, während ich zurück an die Arbeit gehe. Na toll. Sind wir wieder mal so weit. Okay. Ich weiß nicht. Ist okay. Jetzt müssen wir wieder diese leeren Dinger kaputt machen. Ach, ja, ja. Ja, jetzt heilt sich der wieder. Komm, heilendes Lied. Kennen wir ja schon. Ja, Kampfschrei kennen wir auch schon. So, hier einmal kurz leeren Riss auf. Ne, Plateaus Lanze. Da fangen wir ganz oben an, hätte ich gesagt. Oh. Ach, das crittet sogar. Okay, na gut, dann. Sag ich natürlich nicht nein. Witzig, dass wir jetzt dauernd critten. Das muss irgendeine tolle Fähigkeit sein, die ich irgendwie nicht checke, dass ich sie habe. So. Gut, weil der hat jetzt überhaupt keinen Leben. Machen wir da blutige Schlag. Also vielleicht dann gleich groß. Ja, cool, ist schon gut. Okay. Wie schlecht. Hier leeren Wind. Entfernt 4-mal von allen. Vielleicht crittet auch wieder ein bisschen was. Oh, hat sogar bei 2 gekritten. Ist das echt jetzt genial? Wie gut, dass ich bin, dass ich dauernd krit. Da muss irgendwas Tolles muss ich da bekommen haben, was ich nicht gecheckt habe. Irgend so eine Belohnung vielleicht für die Dinge, die ich da dauernd habe. So, ich glaube, ich muss hier gar nicht heilen. Das Lied muss ich gar nicht machen, weil ich bin echt. Ja, weil die haben nur noch 2. Komm, das ist ja. Ja gut, wir machen trotzdem heilen das Lied. Auch wenn es irgendwie nicht notwendig ist, weil die 3, die schaffe ich ja mit links quasi. Sagte ich jetzt und jetzt sterbe ich wahrscheinlich gleich. So, dann haben wir hier einmal Plateaus Lanze nochmal. Auf den da. Dann sind die leeren Dinge auf jeden Fall weg. Also die meisten zumindest. Ich meine, diese 2er Leere, das ist eigentlich egal. 2er leeren Schild, das ist vollkommen egal, ja. So, boah, immer wieder Crit und Crit und Crit. So. Ja, komm. Bonk. Sogar der Bade krittet beim Angriff. Ich verstehe es nicht. Ja, voll lusch. Voll luschi sind die. Wobei ich ein bisschen aufpassen muss, weil wer weiß, ob nicht gleich anschließend jetzt der andere Kampf kommt. So, hier Machtangriff. Ja, hier blutende Wunde. Man muss aufpassen, die haben natürlich auch Regeneration. Und jetzt muss ich echt mit den MP ein bisschen aufpassen, außer Francis, der darf natürlich noch, weil der hat noch ganz viel MP. So. Und der Rest ist Angriffe, hätte ich gesagt.
Ja, komm, das schaffen wir mit Angriffen. Oh, Schwertanz. Autsch. Ein Schwertanz. Autsch. Noch ein Schwertanz. Oh. Oh, wow, der hat mir 6 Schildvernichtungsdinger gegeben. So, komm, dann Francis, machen wir schnell kaputt. Diese kleinen Mini-Angriffe hier, weißt du? So, nochmal. Und nochmal. Oh, und sogar ein Crit. Und nochmal und tschüss. Ach, echt nicht schwer, muss ich leider sagen. Echt nicht schwer. So, wir gehen auf 8. Ich habe einen Plan, Jungs. Lass uns den Kristall zerstören, bevor unsere Feinde wieder aufstehen können. Ich liebe invasive Pläne. Hast du gehört, was Solomon sagte? Dass wir nicht dieselben Typen aus dem Keller sind? Spinnerei, er redet Blödsinn. Trau niemals einem erwachsenen Mann mit Pferdeschwanz. Hey, ich habe den Pferdeschwanz. Aber du bist kein erwachsener Mann. Außerdem, keiner hört dir zu. Nur für den Fall. Hey, verpiss dich! Das ist doof. Keiner mag Francis. So, okay. Leere. Und Ektoplasma. Und was haben wir dann noch? Hier auch noch ein bisschen Ektoplasma. Und, so Sachen. So. Okay, Zeug ist voll. Das bedeutet, ich muss mich vielleicht kurz mit ein bisschen Zeug heilen. Ich kann mich nicht heilen, weil ich überall voll bin. Ich glaub's nicht. Na toll. Gut, dann eben kein Zeug. Aber auf jeden Fall hier das leeren Zeug hier. Das nehmen wir mit. Oh, was ist denn jetzt los? Was? Seid ihr schon hier? Wir könnten dasselbe zu euren hässlichen Visagen sein. Ihr solltet in der ätherischen Ebene blockiert sein. Haha, nur Loser wie ihr endet dort. Ja, nur die Loser erteilen euch gleich eine weitere Lektion. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Haha, du sagtest gerade, du bist ein Loser. Und was brabbelst du da über weitere Lektionen, wo das unser erstes Duell ist heute? Aber wir haben euch vor weniger als 2 Minuten erst verprügelt in dem Raum vor den Aufzügen. Haha, sie reden von einem anderen Team, den Losern. Ich meine, den weniger loserigen Losern als die hier. Ja, niemand rührt sich. Es gibt noch mehr Kopien von uns. Sagst du da, dass wir gar keinen Kampf hatten, gerade eben vor ein paar Minuten in den Raum da? Wir haben euch nicht gekämpft. Nicht gegen euch gekämpft. Okay, das fängt langsam an, chaotisch zu werden. Also gibt es noch mehr böse Versionen von uns. Wie oft hat Solomon uns geklont? Wie viele andere wie wir arbeiten für Solomon? Insgesamt 3 Teams, momentan. Heilige Bimbam. Verflixt. Dann sagte Solomon vielleicht die Wahrheit. Wir sind tot und das sind keine Klone. Ich fange an, die Hoffnung zu verlieren. Glaubt ihr, wir kriegen je unsere ursprünglichen Körper zurück? Unser normales Leben? Willst du Kekse und Tee zu deinem Plauderstündchen hier? Ich weiß, dass du sie mir jedenfalls nicht bringen wirst. Es reicht jetzt mit diesen Deppen. Die gehen mir auf den Keks. Ja, passt. Schön. Nochmal. Wahrscheinlich sind die jetzt stark. Ja, so halb stark zumindest. Weiß ich nicht. Alter, nicht. Gut, okay, das war jetzt ein bisschen fies, muss ich sagen. Irgendwer muss schon ein bisschen mehr heilen. Aber hier haben wir auf jeden Fall kurz mal den leeren Wind auf alle. Sieht zumindest... Ah, okay, der unten ist dann schon ganz gut weg. So, dann einmal leeren Riss auf den Typ da. Zum Glück habe ich so viel Leere. So, aber Johnny muss sich jetzt selber ein bisschen mit einem feinen Steak beglücken. Blitzkette. Oh, wow. Autsch, autsch, autsch. Folgt dem Pfeil nach Loserhausen. Alter, hört auf, ihr so viel anzugreifen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das echt fies finde, was jetzt hier gerade passiert ist. Darf doch wohl nicht wahr sein. So. Brauchen wir noch irgendjemanden, müssen wir noch irgendjemanden die Leere austreiben? Ja, den zum Beispiel. So, passt. Okay, jetzt hat sich der irgendein komisches Schild gemacht. Ist mir aber egal, weil jetzt gibt es erstmal hier einen Blitzsturm auf alle. Oh. Noch ein heilendes Lied. Weil Johnny hat leider keine Regeneration mehr. Jetzt hat er es wieder. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir Focus Damage die mal töten. Alles kein Thema. Ja, ja, reicht schon. Komm jetzt, greift nicht so arg schnell an. So, wie sieht's denn jetzt aus, wenn wir jetzt mal gucken, dass wir den vielleicht, oder
der hat noch zwei leeren Schild. Der hat noch 6 leeren Schild. Ja, komm, mach mal den mal tot. Obwohl wir hätten eigentlich die 6 leeren Schild auch wegmachen müssen. So, hier Attacke auf. Er hat noch 2 leeren Schild. Francis ist der mit der lustigen, mit der guten leeren Beschwörungsding, oder? Ja, ich glaube so. Ah ja, gut, okay. Nicht Nigel töten. Zahlt sich das überhaupt noch aus? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Hat der? Ne, der war das mit, genau der. So. Ich vertraue darauf, dass Nigel das überlebt. Ich habe vollstes Vertrauen in Nigel, dass der das überlebt. So, machen wir nochmal heilendes Lied. Oder Moment, haben wir hier? Ne, haben wir nicht. Okay, heilendes Lied nochmal auf alle, damit Nigel auch wieder ein bisschen geheilt wird. Schön. Wow. Natürlich voll auf Nigel. Alle auf Nigel? Warum alle auf... Ich verstehe nicht, warum das die alle auf Nigel gehen soll. Jetzt bin ich aber leicht böse. Ja, das finde ich nämlich echt nicht okay, was die da machen. Muss ich leider den dunklen Mike jetzt ein bisschen hauen. Ja, Nigel, weil der so gerne am Kampfgeschehen teilnimmt, wird der wiederbelebt, ja. Auch nur, weil er so am Kampfgeschehen so gerne teilnimmt, ne. So, Pfeil ins Knie. Stirb jetzt oder nie. So, komm, Attacke. Gut, die waren jetzt auf jeden Fall ein bisschen stärker als die anderen. Ich meine, noch sind sie nicht tot, aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendeinen Mega-Angriff noch auf die Reihe bringen, der uns alle tötet. Kann ich mir nicht vorstellen. So, hat der? Nee, der hat eh auch... Der hat eh auch keinen leeren Dingens mehr. Nee. Okay. So, Pfeil ins Knie. Und dann einmal hier blutiger Schlag. Und dann einmal hier... ja, Blitzbeschwörung. Und tschüss. Zeig da nur... und dieser große Kristall ist auch weg. Ich frage mich, ob das, was wir tun, einen Sinn hat. Ey, ich schlage vor, wir gehen und fragen Salomons Deal. Das, nehme ich mit Tritten und Schlägen. Francis, dein Plan ist so wundervoll in all seiner Schlichtheit. Danke, lasst uns gehen. So, wir haben jetzt, muss ich mal kurz gucken, wir haben, ach, Gold, haben wir noch ein paar Reserven, aber Zeugs ist natürlich wieder hoffnungslos voll. Das bedeutet, wir müssen einfach mit Zeugs ein bisschen Erste-Hilfe-Kasten spielen und mit Reagenzien ein bisschen Mana-Trank spielen. So. Und dann einmal hier zurück, weil wir müssen natürlich hier trotzdem auch noch das Zeug da mitnehmen. Und das Zeug ist natürlich auch wichtig. So, und okay, da waren wir schon, das ist toll. Und hier wollen wir nochmal rein und das Zeug noch mitnehmen, weil jetzt ist egal, jetzt haben wir ja wieder Platz. So, und was gibt's da noch? Da liegt noch mehr so Zeug rum. So, die Leeren sind wichtig. Aber jetzt wird wahrscheinlich Team Nummer 3 dann kommen. Kann ich da noch irgendwas machen? Nö. Hier gibt es keine Zwischenkämpfe, oder wie? Ich meine, finde ich jetzt prinzipiell okay. So, das war klar. Zeugs ist wieder voll. Ja, gut. Oh. Ihr seid eher angekommen, als ich erwartet hatte. Unsere kleine Plauderei von eben gab mir vielleicht den Hinweis, nachdem ich gesucht hatte. Ich bin aber noch nicht mit der kompletten Lösung fertig. Tja, stattdessen werden wir gleich mit dir fertig sein, Solomon. Ergib dich! So viel Gefasel. Das Letzte, was ich will, ist, dass ihr mit meiner Forschung rummacht. Gerade jetzt, wo ich so nah dran bin, meine Theorie zu beweisen. Gefolgt sollte, tut, wofür ihr bezahlt werdet. Und den Tag mit Minesweeper spielen verbringen? Mehr böse Klone. Aber es sieht so aus, als ob diese weniger heftig wären als die anderen. Und die sehen wie wir aus, bevor Solomon uns tötete. Na los, ihr Idioten, kämpft! Spinnst du? Die sind bewaffnet und ausgerüstet. Was ist mit den anderen passiert? Alle besiegt. Ihr seid die Einzigen, die übrig sind. Trittet zur Seite und euch wird die Vergessenheit erspart bleiben. Ich spiele nicht genug Minesweeper, um mich verprügeln zu lassen und in Vergessenheit zu geraten. Solomon gehört euch. Ihr blöden Vollpfosten, wozu gebe ich euch denn Minikanonen und Raketenwerfer? Hey, das Zeug ist gefährlich, jemand könnte verletzt werden. Hoffentlich die Feinde, na los! Wenn du unsere bezahlten Urlaubstage verdoppelst, sind wir dabei. Alter, wie doof ist das? Doppelt so viel Urlaub in einer Dimension eurer Wahl? Ich sage, na los!
Tut mir leid, Klone, aber für bezahlte Urlaube in einer Dimension, die von Frauen bewohnt wird, die nur mit Strümpfen bekleidet sind, muss ich euch bekämpfen. Kann ich dir nicht verübeln. Toll. Ach hey, super, jetzt sind da Kanonen auch noch da. So, Gott sei Dank, wir sind gleich mal dran. Heilendes Lied, ganz wichtig, ja. So, und in Wirklichkeit müssten wir die Kanonen gleich mal töten, bevor wir da irgend... Obwohl, andererseits, ich mache hier trotzdem den da. Plateaus Lanze. Oh. Praktisch. Was? Alter, der furzt da einfach rum. Ich glaub's nicht. So, dann einmal hier trotzdem den leeren Wind auf alle. Dann können wir in der nächsten Runde zumindest gleich mal mit Blitzen arbeiten. So, blutiger Schlag. Komm, ich will die Kanonen kaputt. Ach, die ist eh schon, sind eh schon quasi kaputt. 52, da reicht das auch. So, passt. Ja. Recycling ist wichtig. So, nochmal heilendes Lied drüber, damit wir ja nicht sterben. Schrödingers Hieb. Er ist da und er ist nicht da. Wie seltsam. So, und haben wir jetzt noch irgendeinen leeren Riss? Brauchen wir hier für... Ja, eigentlich für alle. Passt. So, Johnny. Nicht... Oh Gott. Oh nein, wir schlafen. Johnny nicht mehr. Hört auf, Johnny zu schlagen. Der hat euch gar nichts getan, außer blutige Schläge. Wir machen lieber die Kanone kaputt, weil ich habe echt... vor der Kanone mehr Angst als vor diesen Typen. So, ja gut, dann machen wir ihm nochmal heilendes Lied, weil Johnny schon wieder fast tot ist. Obwohl Johnny eigentlich die größte Regeneration von allen hat. So, Blitzschlag. Ist klar, dass den unteren beiden weniger tut, weil die haben noch sehr viel leeren Schild. So, aber jetzt auch nicht mehr. Gut. Wenn du Pina Coladas magst, was... Ach ey, nein. Das finde ich gar nicht gut. Magenschmerzen finde ich auch nicht gut. Dass die immer Johnny hauen, finde ich sowieso nicht gut. Das hatten wir eh schon mal. So, gut, aber weißt du was? Jetzt, go. Dunkler Nigel, tot. So. Jetzt muss ich leider ein bisschen anfangen, hier die zu töten, ja. Natürlich immer auf Johnny. Ja, haut ruhig Johnny, das ist alles kein Thema. Ja, der hat's verdient offensichtlich. Nein, eigentlich gar nicht, aber naja, gut. Heilen wir ihn eben ein bisschen. Komm, der hat Regeneration 4. Der wird sich ja wohl regenerieren können. So. Nicht immer auf Johnny, der Arme. So, komm, Brandpfeil. Go, stirb. Ich weiß zwar nicht, warum, dass ich da jetzt Zeug... Aber ich habe genügend Zeug, also ich kann ruhig das Zeug opfern. Alles kein Thema. Oh, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt schnell. So, Attacke. Der hat noch 6 leeren Schild. Das bedeutet, ich könnte... Habe ich... Erste Hilfekasten? Nee, komm, hau mal einen leeren Riss drauf. Dann ist das Thema erledigt. So. Und jetzt Blitzbeschwörung. Müsste er eh schon tot sein. Also nicht ganz... Oh, 101. Richtig gut. So, blutiger Schlag. Jetzt ist er tot. Wunderbar. Oh, wir haben gelevelt. Juhu, wir haben die Schlüssel für unsere Quartiere gefunden. So, Level 8, wunderbar. Hier auch Level 8 und jetzt werden wir alle auf 4 bringen. Mike, zerstör den großen Kristall. Wir halten Solomons Deal in Zaum. Bin dabei. Dir sind die Handlanger ausgegangen. Es gibt nichts mehr, was dir noch zwischen uns und deinen Arsch steht. Wir meinen, dass wir dir in den Arsch treten werden. Nicht, dass du das falsch verstehst. Jungs, ich sollte euch danken. Du hast Wahnvorstellungen, Solomon. Ihr habt mir endlich die Lösung für ein Problem eingegeben, das mich verzehrte. All meine Fragen haben endlich eine Antwort. Antworte uns, dämlicher Solomon. Jedes Universum, jede Welt und jedes Atom darin, alles nur das Resultat einer einzigartigen, mächtigen Macht. Sei es nun das Werk einer oder mehrerer Gottheiten, das ist nicht wichtig, aber alles wird von dieser Energie generiert. Deine Passion für Physik und Chinese ist faszinierend, aber es rechtfertigt nicht das Chaos, das du über uns gebracht hast. Gib uns unsere Welt zurück, unsere Leben, unsere Körper. Seh dir, ich hatte meine Erleuchtung genau wegen dieser Bockigkeit, die an den Tag legt. Oh nein, er wird uns mit einer super Erklärungsansprache attackieren.
und sie sind super effektiv. Seit Jahren versuche ich schon, dieses Dilemma zu lösen. Wie könnte eine einzige Macht so viele Universen Leben geben? Welcher übernatürliche Geist könnte solche Energie erschaffen und zähmen? Ist dies etwas, das ein gewöhnlicher Sterblicher tun kann? Solomon, es gibt Fragen, die weit darüber hinausgehen, was unsere Schulweisheit sich erträumen lässt. Es gibt doch keine rationale Antwort für alles. Manchmal gab der Glaube, wie der, den ich in das fliegende Spaghetti-Monster setze, ein Trost sein. Und genau da liegt er falsch, weil wir nach jahrelanger von meiner Firma angeleiteter und angeeigneter Forschung verstanden haben, dass diese Macht nicht agiert, ohne Regeln zu folgen. Im Gegenteil, sie folgt präzise Gesetze, nur extrem komplexen. Ist das der Grund, aus dem du all die Artefakte gestohlen hast, um diese Regeln zu verstehen? Gut mitgedacht, Francis. Ich sehe, du bist ein Studierter. Artefakte sind Objekte von großer Magie und Perfektion, obschon sie von einfachen Sterblichen angefertigt wurden. Jedes dieser Objekte ist fähig, die Gesetze der Wirklichkeit zu beugen, während es in Wahrheit völlig seinen Regeln folgt. Durch die Anwendung von Reverse Engineering verstand ich eine Sache. Jeder Existenzplan hat seine eigenen Regeln und alle Regeln sind einem Komplex aus Mutterregeln unterworfen. Artefakte folgen in der Tat Regeln und Gesetzen einer anderen Welt, nicht denen der Welt, die sie enthält, und das erlaubt ihnen, wunderbare Effekte zu bewirken. Und was hat das all dein mystisches Gelaber jetzt mit uns zu tun? Ihr seid eine Ausnahme. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, was genau passierte, als Mimi ihre Kraft an euch ausließ, aber irgendwas ging schief während des Prozesses der Absorption eurer multidimensionalen Essenz. Ich sag uns einfach, ob du uns zurück in die Normalität bringen kannst, du beknackter Yuppie. Haha, Normalität. Ihr seid nicht normal. Ihr seid ein spirituelles Gesocks von tausenden eurer Ebenenversionen, die von denen ihr glaubt, sie seien Geister alter Krieger, willens euch ihre Kräfte zu geben, um mich zu bekämpfen. Das seid einfach nur ihr selbst aus anderen Parallelwelten. Was sagst du da? Dass wir tot sind? Dass wir dazu verdammt sind, bis in alle Ewigkeit in diesem Limbo zu leben? Was? Seht ihr denn nicht das Wunder an eurer Lage? Ihr steht außerhalb des Gesetzes des Universums. Ihr seid der konkrete Beweis dafür, wie die Muttergesetze gebrochen werden können. Ihr seid Unikate. Es ist, als ob ihr dazu verdammt seid, niemals ein Schicksal zu haben. Euer Schicksal ist es, einzigartig zu sein. Oder im Auge der universellen Gesetze seid ihr dazu verdammt, nach Gesetzen zu leben, die nicht existieren. Und das ist es, was mich alles verstehen ließ. Weshalb beharren und dem universellen Gesetz folgen, wenn man ihm ausweichen und seine eigenen Regeln aufstellen kann, um eine neue Welt in deinem eigenen Ebenbild zu erschaffen. Ey, Solomon Steel, was du da sagst, ist völlig wahnsinnig. Wir mögen tot sein, wir mögen Geister sein, wir mögen verdammt sein. Wen kümmert's? Was wichtiger ist, dass wir hier sind und entschlossen, deinen Wahnsinn zu stoppen. Du bringst das Universum durcheinander und du sehnst dich nach göttlichen Kräften, die dir nicht zustehen. Und du hast zu lange geschwafelt und bist uns auf den Sack gegangen. Los, verprügeln wir ihn. Okay, gut, dann, das ist jetzt spannend. Mimi, öffne eine Tür für die Leere. Was? Oh. Was? Oh, was ist passiert? Ist er gerade mitsamt seiner Tasche explodiert? Glaubt ihr, er hat Selbstmord begangen? Dann, haben wir gewonnen? Vielleicht hat er begriffen, dass er keine Chance gegen uns hatte. Letzten Endes sind wir unsterblich und so weiter und so fort. Das heißt, man kann uns nicht besiegen. Wir sind super stark. Haha, stimmt. Wer soll uns jetzt noch stoppen? Wir werden euch stoppen. Na toll, was passiert jetzt? Ach, ey. Heilige Scheiße, die haben sich multipliziert. Und sie sind schrecklich gekleidet. Mike, bist du sicher, dass du den großen Kristall für immer zerbrochen hast? Na, Kristall, klar. Glaube ich jedenfalls. Lass uns vielleicht lieber nachsehen, sobald wir diesen Haufen farbenblinder grün und blau geprügelt haben. Hahaha, betet die Pracht eines organisierten Chaos an. Fähig, dem Muttergesetz des Universums zu entkommen und ihre eigenen zu schreiben. Ihr hättet euch wenigstens einen vernünftigen Schneider leisten können. Es ist alles so berauschend, sich außerhalb der Gesetze des Universums zu bewegen, eine endlose Energie in sich brodeln spüren, während um eine herum eine pathetische Ordnung fließt. Das ist alles? So fühlen wir uns jeden Morgen. Ihr solltet uns erstmal nach dem Morgenlatte sehen. Ach weh.
das gibt mir kosmisches Beben drin in meinem innersten Selbst. Hey, das stimmt. Er verbringt Stunden im Badezimmer, jeden Morgen. Ja, ich kann sogar euren Humor wahrnehmen. Lass mal sehen, ob ich euch hiermit überraschen kann. Klopf, klopf. Walter White? Dein Ende. Die Dr. Heisenberg-Anspielung war witziger. Na toll. Okay. Gut. Solomons profanes Licht. Okay, gut, jetzt ist da nochmal ein Kampf. Das ist jetzt ein bisschen, das wollte ich doch gar nicht. Ja, dann wird das eben eine extra lange Folge. Haben die, haben natürlich, Dingens. So, jetzt sind natürlich, ja komm, Johnny macht einen Urschrei, ist okay. So, aber hier, Gott, jetzt haben wir, ja gut, heilen das Lied, das passt eigentlich ganz gut. Übung macht den Meister. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht so, sieht jetzt nicht so extrem gefährlich aus. So, bitte einmal mit der Lanze daher. Ah ja, gut, die haben ja gar nichts. Komm, hier mal leeren Wind. Ich muss jetzt kurz was trinken nach diesem ganzen Geschwafel. Das war übrigens mein Controller, der am Tisch vibrierte. So, gut. Und jetzt geht's weiter. Huch, nein, das wollte ich nicht. So, blutiger Schlag auf den Typen, weil der hat keinen leeren Typ mehr. Oh, er ist tot. Der Arme. Geschäftsbonus. Ah, lasst uns Personal abbauen. Ja, ist okay. So, hier nochmal kurz. Ja, komm, hau mal ein wendiges Lied raus. So, sollen wir jetzt hier leeren Riss? Wir müssten eigentlich... Ja, gut, hau mal da drauf. Hat der auch kein leeren Schild mehr. Blutiger Schlag auf den da. Der hat zwar noch zwei leeren Schilder, aber ist egal. Wir kriegen das ja trotzdem irgendwie unter. So, einmal kurz Blitzsturm. Nicht immer auf Johnny. Nicht, nein. Ach Gott, könnte irgendjemand... Ja gut, okay, machen wir nochmal ein heilendes Lied. Ist ja egal, komm. So, und einen leeren Riss-Dingens noch auf den da. So, gut. Also wir werden jetzt auf jeden Fall alle hier angreifbar. Jetzt müssen wir nur schauen. Ich würde sagen, wir machen den zuerst kaputt, weil der ist schon... Okay, der ist kaputt. Ja, ja, greift ruhig immer Johnny an. Ja, der kann ja auch nichts dafür. So. Schaffen wir den? Wahrscheinlich ja nicht. Ja, schauen wir mal. So, Blitzsturm auf beide natürlich. Und Pfeil ins Knie. Ja, ich glaube, dass sich das gerade so nicht ausgehen wird. Ja, natürlich nicht. So, jetzt aber, oder? Nein, immer noch nicht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm, das ist... Das, gut, Pfeil ins Knie ist jetzt vielleicht... Ja, komm, machen wir so. Der andere wird dann wahrscheinlich eh mit meinem Flächenangriff dann kaputt werden. Eigentlich müssen jetzt beide sterben. Komm, beide sterben. Danke. Tschüss, Mann. Was denn auch? Doch. Puh. Ja, ich meine, war jetzt nicht extrem schwierig, aber ging. So. Erledigt. Sollen wir jetzt checken, ob Mike den großen Kristall wirklich zerbrochen hat? Mann, du gehst mir vielleicht auf den Sack. Ja, ich hab das Ding zerbrochen, aber bitte sieh ruhig nach. Naja, weißt du, Solomon hat sich gerade vier geteilt und meine Hände kriegen langsam Schwielen vom Leute verprügeln. Solomon war sowas wie ein Endboss. Eine überraschende Wendung in diesem Kampf war unvermeidbar. Siehste, zerbrochen. Okay, du hattest recht und ich sehe keine Solomons hier rumrennen, also sind wir fertig. Es? Wie Plural? Natürlich. Mir liegt was an so Sachen. Und was tun wir jetzt? Wir haben unsere Körper nicht zurückbekommen. Im Gegenteil. Wir haben herausgefunden, dass wir tot und erledigt sind. Stimmt, aber du vergisst, dass wir unsterblich sind. Ey, wenn man so drüber nachdenkt, gibt's da nicht viel zu jammern. Und falls du die Rüstung, die du trägst, nicht magst, kannst du deine Ausrüstung ja auch ändern. Und wir haben Solomon Steele besiegt. Jetzt macht er nicht mehr mit Dimensionen und so Zeug rum. Aber wir haben unser Zeug nicht in Ordnung gebracht.
Es ist voll von Computern und Daten hier. Wieso denkst du, dass wir nicht alles in Ordnung bringen können? Verdammt, du hast recht. Wir sind super stark. Oh. Was zum Henker war das? Ihr seid nichts. Solomon! Könnt ihr es denn nicht sehen? Wir befinden uns in Kriegsspielen, die außerhalb der Gesetze des Multiversums sind. Auf diesem Schlachtfeld gibt es kein kosmisches Gesetz, das euch retten kann oder Hintertürken für euch. Nur der Stärkste herrscht und ich bin unbesiegbar. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist dieses Monster? Was ihr seht, ist nur eine Phase meiner Transzendenz. Den Gesetzen des Multiversums entzieht man sich nicht so einfach. Ihr müsst euch in die Leere bewegen, in den Rissen zwischen einem Gesetz und dem nächsten. Und ich kann euch verraten, dass eine selten schöne Wahrheit in der Leere liegt. Genau, da gibt es keinen Spiegel. Verdammt, ich glaube, ich habe gerade seinen Penis gesehen. Oder besser, ich dachte, es sei ein Tentakel. Aber es ist in einer seltsamen Position. Was? Wir haben dich schon mehr als einmal besiegt und wir sind bereit, es wieder und wieder zu tun. Sogar die Vorstellung, deinen Körper auch nur zu schlagen, ist eklig. Wir werden dir ins Tentakel treten. Nein, diesmal werdet ihr es nicht schaffen, mich zu besiegen. Ich existiere in einer übergeordneten Realität. Ihr könnt mir nichts tun. Eure Schläge werden mich nicht verletzen. Eure Magie wird keinen Effekt auf mich haben. Und eure Tricks werden nutzlos sein. Klingt nach einer langweiligen Welt. Ah ja, toll. Okay, gut, dann machen wir eben noch einen Kampf. So, 10 leeren Schild ist okay. Dann machen wir einmal hier leeren Wind drauf. Game over, Nerds. Was? Huch. Nein, nicht schon wieder. Die ätherische Ebene. Hey, Tod. Er hängt hier mit uns ab. Hallo, Tod. Tod, kannst du uns bitte erklären, was passiert ist? Hat Solomon wirklich gewonnen? Ist es wahr, was er sagte? Solomon benutzte die Artefakte, um die Gesetze des Multiversums zu dekodieren. Er war wegen euch in der Lage, all dies zu tun. Ist nicht unsere Schuld, dass er so ein mega Warmduscher ist. Genau, Nigel hat recht. Aber wenn du uns zurückschickst, machen wir ein paar extra Erfahrungspunkte, leveln noch was hoch und lassen Solomon dann für das, was er getan hat, bezahlen. Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich für den Moment. Was meinst du damit nicht möglich? Solomon hat sein Ziel erreicht. Er handelte außerhalb der Gesetze des Multiversums und er hat euch hier abgesondert. Im Oblivion, in der Vergessenheit. Ey, und was ist mit all dem, wir sind Ausnahmegeschwafel? Sollen wir nicht in der Lage sein, zurückzugehen, wie wir es schon vorher getan haben? Ihr seid Ausnahmen, wenn ihr euch im Rahmen der Gesetze bewegt. Aber als ihr von Solomon besiegt wurdet, wart ihr alle Ausnahmen. Er und ihr. Und keine kosmische Regel wurde gebrochen. Ihr wart wie zwei sich gegenüberstehende Normalitäten. Ja, und was heißt das dann? Heißt das jetzt, dass unser Schicksal an dieses Loch gebunden ist? Ich würde sagen, wir sind verloren. Doomed and destined. Dem Untergang geweiht und vom Schicksal vorherbestimmt oder so. Für alle, die in Englisch nicht aufgepasst haben. Advanced. Was? Was? Advanced. Fortgeschritten. Die Gesetze des Multiversums sind jenseits des Verstehens der Sterblichen. Ihr müsst sie selbst ergründen. Na super. Also was machen wir jetzt? Dafür bin ich nicht zuständig. Na gut. Wenn wir uns auf unseren Scharfsinn verlassen müssen, werden wir hier für immer festsitzen. Bitte, bitte sag mir, dass der PC da Internetverbindung hat. Ich denke nicht, aber da gibt es etwas, das ich für euch tun kann. Ich habe übrigens auch viele Stimmen. Ich kann euch in die Zeit zurückschicken. Warum sagst du das denn nicht gleich? Tu es, wir gehen die Zeit zurück und ändern den Lauf der Dinge. Der Fluss der Zeit ist resistent gegen Veränderung. Egal, was ihr tun werdet, ihr werdet immer hier enden. Solomon bekämpfen und verlieren. So, dann ist das also wie ein Zurück in die Zukunft, aber mit Terminator-Stil, wo man seine Zukunft nicht verändern kann. Genau, aber nur wie in den alten. Der letzte Film war wie ein Sequel / Reboot und die Zeitachse hat sich verändert. Dann gibt es also doch Hoffnung für uns. Sei mal nicht so enthusiastisch, Tony. Tod, bitte schick uns zurück in die Zeit, wo wir Internet haben, damit wir dieses Dilemma lösen können. Indem ich das Portal nutzte, kann ich euch nach kurz vor dem Kampf zurückschicken oder nach, bevor ihr Markus Fatums Turm verlassen hat. Eure Wahl. In jedem Fall haben wir kein Internet, das nervt. So, gut, ja, aber jetzt, liebe Leute, Ende der Aufnahme, Ende der Folge. Wir haben ein bisschen überzogen, liegt an diesen übertrieben vielen Kämpfen, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Tschüss, Leute.